In St. Gallen in der Ostschweiz gibt es eine Initiative mit dem Namen Startfeld. Das ist ein Innovationsnetzwerk, das Startups rund um den Zentis unterstützt. Und Startfeld hat eine weitere Initiative gegründet mit Namen Smartfeld. Und Smartfeld möchte Bildungsinitiativen, kreative Menschen und Organisationen, die Bildung machen, mit digitalen Innovationen zusammenbringen. Cornelia Gut-Villa, die Geschäftsführerin, hat den Dani Schweingruber und mich eingeladen, aus unterschiedlichen Perspektiven, einmal die ökonomische, einmal die Bildungsperspektive über die Zukunft von Schule und Lernen unter den Bedingungen der Digitalität miteinander zu diskutieren. Und wir wurden moderierend unterstützt von Matthias Kirf von der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Ich habe mir erlaubt, die Highlights der Diskussion zusammenzuschneiden und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen. Am Ende sagst du, dass halt eben wir schon ziemlich gut abschätzen können, welche Aufgaben sich quasi auflösen werden, nicht mehr vielleicht benötigt werden, dass es aber noch sehr unklar ist, in welche Richtung quasi neue Aufgaben gehen. Andererseits sagst du, das Schulsystem ist besonders träge. Ist es nicht doch vielleicht so, dass wir schon am Horizont diese neuen Wege jetzt schon sehen können, dass wir quasi auch eine Art Nachholbedarf haben? Also das Schöne ist, da gibt es Schulen, die schon sehr, sehr weit sind. Und also nicht mehr träge, sondern sich schon sehr, sehr weit entwickelt haben. Und die sind selber ständig in Bewegung. Das heißt also, die Aufgaben, Funktionen und Rollen von Lehrpersonen oder LernbegleiterInnen, die verändern sich da auch im Verlauf des Prozesses. Und der Aufholbedarf oder Nachholbedarf, das ist eben die Frage. Ich habe neulich ein Zitat gehört von einem Unternehmensberater, der hat gesagt, wer aufholen will, muss eine Zeit lang schneller laufen als der Erste. Und da wurde mir dann schwindelig, weil das der Leistungsbegriff, den würde ich jetzt nicht auf Schule anwenden wollen, sondern ich würde eher sagen, fangt an, euch zu vernetzen. Also werdet nicht schneller und macht noch mehr und leistet noch mehr, sondern fangt an, euch zu vernetzen. Da gibt es dieses wunderschöne Bild von dem Fisch, von dem kleinen Fisch, der vom Großen gefressen wird. Und dann treffen sich immer mehr kleine Fische, die dann zusammen einen großen Fisch bilden und dann werden sie stark. Ich würde weg von diesem Nachhol- und Aufholbedarf, klingt so nach, ich muss es leisten. Und ich würde es eher umgekehrt machen. Durchatmen und einfach mal gucken, hey, was gibt es denn alles schon Schönes und wie können wir uns mit den Leuten vernetzen? Also ich möchte vielleicht noch etwas zur Trägheit sagen der Schulen oder der Schulbehörden oder wer da auch immer entscheidend ist. Bei den Unternehmen ist das nicht viel anders. Also es gibt Unternehmen, die arbeiten noch, du hast die Jahreszahl 1880 erwähnt, die arbeiten noch in derselben Kultur, in denselben Räumen. Also auch da gibt es eine Trägheit. Was ich wie feststelle, ist, dass durch den War for Talents, also der Fachkräftemangel, entsteht ein Wettbewerb. Also ja. Die guten Talente wollen in Unternehmen arbeiten, wo eine Arbeitskultur herrscht, wo eben lernende Organisationen vorhanden sind, wo Kreativität gefördert wird. Also diese Aspekte sehen wir jetzt kommen. Trägheit ist auch bei vielen Unternehmen vorhanden, je nachdem, wie sehr sie auf neue Mitarbeitende, talentierte Mitarbeitende, hochqualifizierte Mitarbeitende angewiesen sind. Ich gucke mit einem Auge in den Chat. Welche Veränderungen wurden konkret in Angriff genommen von Schulen? Ich denke, auch da bei der ganzen Unterschiedlichkeit dieser Schulen oder Lerngemeinschaften, das Gemeinsame ist, dass sie sagen, wir fokussieren die Zielgruppe. Also für uns ist nicht ein Lehrplan oder ein Curriculum oder ein Bundle, ein Bunch von Lernzielen entscheidend für die Organisation von Schule, sondern das Kind. Die Frage, wie können wir Kinder und Jugendliche, und zwar nicht allgemein, sondern ganz konkret, die, um die es uns geht, also die, die wir auch erreichen wollen, wie können wir die unterstützen, dass die ihre eigene Zukunft gut gestalten können? So. Es macht jede Schule anders, aber was sie alle gemeinsam haben, ist wirklich, die Zielgruppe in den Fokus zu stellen. Also, und alles um das Lernen des Menschen und der Lerngruppen herum zu organisieren. Also nicht mehr das Kind auf die Schulorganisation ausrichten, sondern die Schulorganisation ganz auf das Kind. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und dementsprechend sieht dann so das
sieht dann so ein Pflichtenheft auch aus von so einem Lernbegleiter oder von so einer Lernbegleiterin, die dann eben nicht mehr, also gar nicht mehr irgendwie kontrolliert und steuert und Wissen und Unterricht vorbereitet und solche Sachen macht und Prüfungen schreibt. Das ist dann da alles weg. Danke. Und dann noch der Dani, ich finde das noch schön, dass du sofort die Parallele oder die Analogie gezeichnet hast mit der Trägheit und dem War of Talents. Ich denke, das ist was, was uns unter Umständen in den nächsten Jahren auch noch auf die Füße fällt. Gestern habe ich die neueste Umfrage über die digitale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Staaten gelesen, also eine Studie. Da ist Deutschland die letzten 2 Jahre in den Keller abgestürzt und die Schweiz weniger stark, aber auch abgestürzt. Die Kriterien, nach denen die das messen, also wie ist eine Gesellschaft digital wettbewerbsfähig? Die Kriterien, die Hälfte davon hat mit Schule zu tun. Die Hälfte. Also wirklich, welche Fähigkeiten und Haltungen entwickeln junge Menschen in einer Gesellschaft? Das hast du ja auch am Anfang ganz schön aufgezeigt mit deiner Weichenstellung, wo du sagst, du betrachtest die Digitalisierung mal ausgehend von der Vermittlung oder dem Einfluss auf die Kultur und dass die Kultur quasi durch die Digitalität in das Klassenzimmer kommt, von außen herein und auch Klassenzimmergeschehen bestimmt. Ursprünglich andersherum, Schule auch als Kulturvermittler. Dieser Konflikt, wie siehst du den in Zukunft auflösbar? Wird die Schule quasi das aufnehmen können und wieder Kultur vermittelt werden? Kultur vermitteln der? Das Wissensprimat, also das reine Faktenwissen, haben wir oft schon verloren an das Internet. Also ohne jetzt einen Kaffeesatz lesen zu wollen, ich bin davon überzeugt, dass das irgendwann so ist, so sein wird. Also dass es wieder um Kulturbefähigung und um Partizipation gehen wird, ganz klar. Nur in welcher Form das stattfinden wird, also wie sich das dann, also wie dann diese Organisationen aussehen, das ist völlig offen, habe ich den Eindruck im Moment. Also Deutschland hat 32.500 Schulen mit 8,3 Millionen SchülerInnen, nur in den allgemeinbildenden Schulen. Das sind knapp so viel, wie die Schweiz EinwohnerInnen hat. Und da sind keine Berufsschulen dabei, keine Hochschulen, keine Weiterbildung. Und die alle, die kriegst du nicht auf Spur. Da kannst du nicht von oben sagen, autoritär, politisch, bildungspolitisch, so ab morgen ist jetzt digital oder so. Das geht nicht. Was mit Sicherheit nicht funktioniert, um Schulen zu verändern, ist, dass man denen sagt, wie sie es machen sollen. Also all diese schönen Programme, die wir uns und die sich die Politiker ausdenken, um Schulreformen in Gang zu bringen, führen bestenfalls dazu, dass diese Reformen umgesetzt werden, aber sie führen nicht dazu, dass sich in den Schulen der Geist verändert und die Haltungen verändern, die eigentlich das bestimmen, was in den Schulen passiert. Das ist ja meine These. Je mehr wir das den Schulen selber überlassen, umso besser. Denn dann können die nämlich genau dieses Prinzip der Vielfalt und der Heterogenität und auch der Komplexität und auch der Regionalität, oder? Dann können das verwirklichen. Also weg, auch viel, viel stärker weg, auch noch von der Zentralisierung von Schule. Aber welche, einfach jetzt eine provokative Frage, welche Motivation hat eine Schulbehörde oder eine Schule, sich zu transformieren? Also ich war selber in einer Schulbehörde und ich habe da ein Wort, ich nenne jetzt das Wort, das du gewählt hast, eine gewisse Trägheit gespürt. Keine Aufbruchsstimmung bewahrend, in den Kompetenzen verweilen, die man beherrscht und nicht neue sich aneignen. Das habe ich gelernt da. Und wie soll sich jetzt das verändern? Aus welchem Impuls heraus? Wenn kein Wettbewerb vorhanden ist. Ja. Ich komme jetzt so auch von der Wirtschaftsseite her. Ohne Wettbewerb keine Motivation, sich weiterzuentwickeln. Danke, Dani. Ein wirklich guter Kollege von mir hat mit seiner Frau zusammen in Glarus jetzt eine gegründet und hat Jahre gekämpft. Wie wäre es, wenn es eine Schule gäbe, wo der Zeit, in der wir leben, gerecht wird? Wo Kinder lernen, die digitalen Technologien für sich zu nutzen, wo sie im Makerspace Sachen erschaffen können und wo der 3D-Drucker und der Laser die Sachen, die sie vorher gestaltet haben, in die physische Welt bringt. Wo die Kinder aber gleichzeitig freien Zugang zur Natur haben, wo sie im Permakulturgarten Sachen pflanzen können, wo sie Tiere pflegen können, wo sie auf Bäume klettern können, wo sie im Malatelier frei malen können,
wo sie mit Lego ihre Welten erschaffen können, wo jedes Kind mit seinen Stärken gesehen wird und wo jedes Kind am Morgen mit Freude hingeht, weil es weiss, an dem Ort werde ich so, wie ich bin, geschätzt. Das war wirklich ganz dicke Bretter zu bohren und die haben jetzt die Bewilligung. Also es ist auf der einen Seite die Hartnäckigkeit und auf der anderen Seite ist es dieses Engagement und diese Überzeugung, auch Leute hinter dich zu bringen. Also ich denke, das ist was anderes als Deutschland. Das ist, also wenn jemand in Glarus eine alternative Schule gründet, dann hat er die Eltern hinter sich. Und zwar über Jahre. Und dann ist das eine Größe, eine gesellschaftliche Größe. Auch Andreas Frage jetzt, da kommen die Eltern mit zum Kanton und sagen, das sind wir, wir wollen hier eine Schule haben, eine andere Schule, lieber Kanton. Und dann ist das eine andere Ausgangslage, als wenn wir in Bürokratistan im großen Kanton unterwegs sind. Und natürlich, Dani, gebe ich dir völlig recht, also wirklich, das ist auch meine Erfahrung, dass wir bei den Behörden diesen innovativen Geist nicht zuerst suchen müssen. Da müssen wir woanders hin. Ich bin der Erste, der dafür ist, dass wir sagen, wir lassen Wettbewerb zu. Wenn der nicht ökonomisch wird, der darf, glaube ich, nicht ökonomisch werden, weil Schule ist wo alle jederzeit den gleichen Zugang dazu haben müssen, unbedingt, finde ich, jedes Kind. Aber ein Wettbewerb kann ja auch heißen, dass ich die Schulpflicht fallen lasse und zu einer Bildungspflicht mache und sage, wo dein Kind, wieder Andreas, die Frage nach den Eltern, wo dein Kind die besten Lern- und Bildungsbedingungen findet, das darfst du als Eltern entscheiden. Das Recht lassen wir dir. Und dass wir dann auch eine Vielfalt an Schulen zulassen, dass wir die Schulen nicht mehr so gängeln, dass die Ämter und die Behörden die Schulen nicht mehr so mit Zertifizierungen und mit Administration und Akkreditierung gängeln, sondern auch da mehr Vielfalt zulassen und dann entsteht Wettbewerb, den ich gut finde. Aber Christoph, du meinst dann natürlich produktive Konkurrenz, die da entsteht. Und du hast in deinen Folien aufgezeigt, dass es ja schon auch im Bereich Schule, Filterung, Input auf den Arbeitsmarkt, Ökonomie, dass es dort auch ungesunde Konkurrenz gibt. Du hast auf die Unterpunkte verwiesen. Da stand zum Beispiel auch Schleppnetze wie zum Beispiel Google, CH etc. Ja. Kannst du das vielleicht nochmal genauer ausführen? Mir ist kein anderer Begriff dafür eingefallen, weil Schleppnetze ist ja das Schlimmste, was du überhaupt machen kannst, auch mit Fischen. Mir ist einfach aufgefallen, während meiner Zeit als in der Hochschuldidaktik in Luzern an der HSLU, habe ich mit Studierenden der Informatik Kontakt gehabt und die haben mir erzählt, dass Google ganz selbstverständlich durch die sozialen Netzwerke streift, das meine ich mit Schleppnetze, und guckt, wo sind spannende, interessante Portfolios von Studierenden, die innovativ unterwegs sind und wie können wir die quasi, lange bevor die irgendwelche Bachelors gemacht haben, abgreifen. Und das meine ich mit Schleppnetze. Also dass da schon die Trägheit unseres Schulsystems dazu führt, dass sich so Seiten- und Untermärkte entwickeln, unterm Radar, wie einerseits die Ökonomie auch notgedrungen sagt, wir müssen viel Kompetenzentwicklung selber in die Hand nehmen, weil die Schulen nicht hinterherkommen, auch die Hochschulen nicht. Dass zum Beispiel Informatikstudierende mir sagen, wir haben eine 80% Präsenzpflicht immer noch im Bachelorstudium, aber meine Kompetenzen hole ich mir online. Also über YouTube oder über Coursera, also über die Anbieter von Informatik-Tutorials oder was auch immer, da hole ich mir eigentlich die Kompetenz. Und das sind die dunklen Seiten. Da muss ich sagen, ja, da ist gerade ganz viel in Bewegung, das stimmt, ja. Ja. Und es ist offen, wir wissen nicht, wie sich das, also wie schnell Schule da aufwacht. Es ist offen. Christoph, das war ja jetzt ein negatives Beispiel eher von Google und die Schleppnetze. Hast denn du auch positive Beispiele, wo du sagst, die Filterwirkung, also die Rückkopplung von Wirtschaft auf die Schulen, dass du sagst, ja, die machen das jetzt gut, die zusammen ist ja eine Zusammenarbeit, es sollte ja nicht ein Weg sein, sondern eigentlich beidseitig. Ja, da fällt mir natürlich gleich mein Lieblingsprojekt ein, das ist in Katalonien, in Barcelona, die heißen LearnLife. Die haben sich 2017 gegründet. Imagine a world where robots, AI and digital disruption competes for our attention every day. To stay ahead, we'll need to be more human than ever. To thrive in the 21st century,
we help you develop the most sought-after competencies. Eine Elterninitiative und mittlerweile ist das ein Co-Learning Space in Anlehnung an den Co-Working Space, von dem wir nachher noch hören werden. Und da, um deine Frage zu beantworten, sehr konkret, ist von Anfang an klar gewesen für die Initiantinnen dieses Co-Learning Spaces, der im Prinzip Nachfolgeorganisation für eine Schule ist und auch mittlerweile anerkannt vom katalonischen Staat, dass sie gesagt haben, die Jugendlichen sollen von Anfang an so früh wie möglich in Kontakt kommen mit den Berufen, die für sie allenfalls relevant sein könnten. Einfachstes Beispiel, die haben verschiedene 3D-Drucker installiert bei sich unten in den Workrooms und haben quasi Joint Ventures gemacht mit den Herstellern und den Designern von diesen 3D-Druckern, um von den Jugendlichen zu erfahren, wie, also von der User Experience her betrachtet, wie müssen eigentlich 3D-Drucker aussehen, damit Jugendliche mit den Dingern gerne arbeiten. Das heißt, möglichst frühzeitig Kooperationen eingehen nach bestimmten Kriterien mit UnternehmerInnen, sei das, dass die quasi in deinem Co-Learning Space präsent sind, sei das, dass Schülerinnen und Schüler in diesem Place-Based Learning heißt das, dort, wo SchülerInnen leben, auch mit der Ökonomie sehr früh in Kontakt kommen. Sei es auch, dass gemeinsame Forschungsprojekte entwickelt werden von Schulgemeinschaften mit Unternehmen. Da ist vor allen Dingen das Thema Social Entrepreneurship ganz wichtig geworden. Also sprich, dass Unternehmen mit einem sozialen Anspruch unterwegs sind. Also da gibt es ganz, ganz gute Beispiele. Die gibt es tatsächlich, ja. Und da ist ganz viel Privatinitiative drin. Das muss man auch sagen. Ganz viel Privatinitiative. Noch so eine Frage, Christoph. Aus unserer Perspektive neue Arbeitswelten gesehen, löst sich ja das alles so auf. Die Leute müssen nicht mehr da sein, wo sie arbeiten. Das haben wir jetzt nicht so besprochen bei dir. Das könnte ja sein, dass das Remote Learning eine hohe Relevanz erhält. Und dann ist es ja egal, ob die Schule in Glarus oder in Hamburg oder in New York oder Tokio ist. Ja. Wie weit ist man da? Sind das Themen Remote Learning? Und ja, definitiv. Also die grad LearnLife hat da Pionierarbeit geleistet, bedingt durch die Pandemie zum Beispiel, dass sie gesagt haben, wir müssen unbedingt Remote-Learning-Konzepte entwickeln, die den Bedürfnissen der Kinder entgegenkommen. Und das, da ist auf der Homepage einiges zu finden. Und dann haben die auch zum Beispiel gesagt, wir bei uns bei LearnLife musst du keine Matura oder sonst irgendeinen Abschluss machen, weil du meistens direkt übergehst in irgendwelche anderen Berufsfelder. Aber wenn deine Eltern und du Wert legen auf eine Matura oder auf ein internationales Baccalaureat, dann machen wir das remote. Und dann werden die Kids quasi, wenn sie sagen, ich möchte gerne in den USA studieren. Und dann ist Ihr Projekt, eine Remote-Highschool-Abschluss von Barcelona aus zu machen. Ich habe so bei der Pandemie daran gedacht, was entsteht für ein Wettbewerb mit den Hochschulen? Also wenn eine ETH, eine Uni Zürich oder wer auch immer Online-Session anbietet, dann explodiert der Markt, die Reichweite dieser Schule. Schlussendlich im Gegenzug hat man dann Cambridge oder was auch immer als Mitbewerber. Also ich sehe da schon in der Schule, dass auch ein Wettbewerb entstehen wird, ein globaler Wettbewerb, den wir heute noch gar nicht so abschätzen können. Auf welcher Stufe das stattfinden wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, auch dieses Business wird enorm globalisiert durch die Digitalisierung. Ja. Es läuft schon und es wächst exponentiell.